Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Ja, es ist wieder soweit, die anderen Mädels vom Hörgenuss des Monats und ich stellen euch heute, ja, Hörgenüsse vor. Dabei ist es uns ja komplett egal, ob es Hörbücher sind, Hörspiele sind, Podcasts sind. Alles, was man irgendwie auf die Ohren bekommen kann, bekommt ihr immer am letzten Donnerstag des Monats vorgestellt. Und auch heute, kurz nach Weihnachten, ist es wieder soweit. Ihr habt wahrscheinlich schon die Abo-Liste voll mit Hörgenüssen des Monats. Ihr findet alle Mädels unten in der Infobox und natürlich auch die Playlist, wo ihr alle Videos euch jetzt anschauen könnt, beziehungsweise natürlich auch die Videos aus November und auch Oktober und auch unser Hangout, der ja so der Startschuss für diese Aktion war, den findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch die Buchinfos zum jetzigen Hörgenuss bei mir findet ihr in der Infobox und ja, da könnt ihr alle Infos einsehen und ja, weitere Details finden. Bei mir geht es heute um The One von John Mars, ein Hörbuch, beziehungsweise auch ein Buch, wo ich gar nicht erwartet habe, dass das ein Highlight wird. Ich dachte, wir haben hier ja einen Science-Fiction-Roman, der sich damit beschäftigt, dass ja die DNA der Menschen gematcht werden, also im Grunde ausgewählt wird anhand der DNA, wie die Menschen zusammenpassen. Und ich hatte hier schon eine Science-Fiction-Story erwartet, vielleicht auch ein bisschen so mit einer Liebesgeschichte oder Liebesgeschichten, denn es ging ja um ja verschiedene Protagonisten. Das war dem Klappentext so gefühlt, ja, ein bisschen zu entnehmen, beziehungsweise auch so den ersten zwei, drei Rezensionen, die ich gelesen und gehört habe. Ich habe aber unfassbar viel Positives gehört. Dennoch hätte ich nicht gedacht, dass dieses Hörbuch mein Hörgenuss des Monats wird. Deswegen habt ihr es auch noch gar nicht in der Bücherwoche gesehen, denn die wird jetzt erst dann am Samstag natürlich kommen. Und ich war richtig noch dran gefiebert, dass ich dieses Buch jetzt noch passend zum Hörgenuss am Donnerstag fertig bekomme, denn es ist ein Hörgenuss. Nicht nur das Buch selbst, sondern auch das Hörbuch. Aber kommen wir erstmal auf dieses wunderschöne Cover zu sprechen, was mir unfassbar gut gefällt, was mir auch besser gefällt als das Originalcover. Und wir haben hier als Sprecher Charles Rettinghaus, der mir vom Namen überhaupt nichts sagt. Ich fand aber seine Stimme in der Hörprobe schon sehr, sehr angenehm, weswegen ich mich bei diesem Buch dann tatsächlich auch fürs Hörbuch entschieden habe, nicht in etwa für das E-Book, sondern wirklich die Hörprobe, der gelauscht bin und gedacht habe, ja, dieser Sprecher, der kann dir bestimmt diese Geschichte erzählen. Ja, wir sind hier in dieser Geschichte in einer Zukunftswelt und es gibt ein neues Programm, Match Your DNA, welches verspricht, den perfekten Partner zu finden. Also anhand der Gene, der DNA, wird ja in diesem Programm im Grunde geprüft und irgendwo auf der Welt findet sich dann dein Match. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Idee bei all den Single-Börsen, Match-Börsen. Was macht man miteinander? Achtet man auf Sternzeichen, auf den Aszendenten, auf Augenfarben, auf Hobbys? Man kann ja so viele Gleichungen irgendwie finden. Und hier geht im Grunde John Mars darauf ein, wie es denn ist, wenn man unsere DNA überprüft und überwacht. Es gibt ein Testkit, ja, dass man im Grunde, wie man eben DNA entnimmt, in der Regel über eine Speichelprobe oder über eine Haarprobe. Und wenige Zeit später erfährt man dann, ob es einen Match gibt und wer dieser Match ist. Auch der andere oder die andere erfährt das. Und hier tun sich natürlich Konstellationen auf, die ja an mancher Stelle schon ganz schön für Furore sorgen und auch die einzelnen Menschen, die wir begleiten, sozusagen durcheinander bringen. Denn wir haben hier nicht nur einen Erzählstrang, nein, wir haben verschiedene Erzählungen. Wir haben zum einen eben wirklich Menschen, die in Beziehungen sind, die danach, die vielleicht auch kurz vor der Hochzeit stehen, die dann trotzdem überprüfen wollen, ob ihre DNA passt. Denn ja, man ist so ein bisschen ja weniger in dieser Beziehung wert, wenn es nicht durch dieses DNA-Match entstanden ist. Denn dann zweifeln alle Menschen, die daran glauben, an einem und so, ja, kommen manche doch noch in Versuchung, das überprüfen zu lassen. Wir finden auch die Erfinderin hinter dem Programm, auch die dürfen wir begleiten und wir begleiten unter anderem auch einen Serienmörder. Und ich muss ehrlich sagen, darauf wäre ich anhand des Covers, des Klappentextes
nie gekommen. Denn dieses Buch ist nicht nur einfach Science Fiction, es ist nicht nur einfach irgendwas mit Liebesproblematiken, Liebesgeschichten, Findungsgeschichten, Irrungen und Wirrungen des Lebens. Nein, es ist hier ein knallharter, an mancher Stelle sehr blutiger Thriller. Und jetzt mal ehrlich, wer von euch hätte das bei diesem Cover erwartet? Gut, jetzt könnte man anhand des pinken Fingerabdruckes noch behaupten, das könnte auch ein blutiger Finger sein, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Und das hat für mich das Hörbuch wirklich zu einem Highlight gemacht, zu einem Hörgenuss des Monats gemacht. Und ich war wirklich hin und weg. Der thrillige Moment in dieser Geschichte, der ist einfach der Hammer. Es ist eine Wahnsinnsidee, die hinter diesem DNA-Match steckt. Es ist sehr innovativ, es ist spannend erzählt. Jeder Erzählstrang hat so seine gewisse Spannung, seine Probleme, seine Irrungen, seinen Weg, irgendetwas zu finden. Es ist sehr innovativ und andersartig auch einfach mal angegangen von John Mars. Das fand ich wirklich sehr überzeugend. Es ist unglaublich spannend. Jedes Kapitel, also man hat kapitelweise eben auch diese Erzählstränge, die Perspektiven. Jedes Kapitel endet gefühlt mit einem Cliffhanger. Und dann braucht es natürlich wieder 2, 3 Kapitel, bis man zu dem Erzählstrang auch wiederkommt. Es war einfach der Hammer. Es gab so viele Überraschungen für mich. Es gab Wendungen, die mich gefühlt wirklich atemlos haben vor diesem Hörbuch sitzen lassen. Und es war für mich unfassbar schwierig, dieses Hörbuch auch mal auf Pause zu drücken. Und dann zu sagen, shit, jetzt musst du 8 Stunden arbeiten gehen. Es ist echt doof, ne? Also so ein Job mit 8 Stunden, das ist echt nicht so richtig. Also das sollte man mal überdenken, denn es hat mich wirklich gepackt. Es hat mich unfassbar gefesselt. Der Perspektivwechsel hat nicht nur, dass es ein Wechsel ist, sondern man merkt auch in der Sprache, dass sich da etwas verändert hat. Die Ausdrucksweise ändert sich ein wenig. Sie ist an mancher Stelle sehr derb, sehr direkt. An anderer Stelle, je nach Charakter, ein bisschen sanfter, ein bisschen echter, ein bisschen greifbarer, so wie ich vielleicht auch kommunizieren würde. Ich fand das Wahnsinn. Handlungen sehr, sehr nachvollziehbar. Ich würde jetzt den Serientäter, Mörder vielleicht davon ausnehmen. Wobei, selbst der war nachvollziehbar. Das ist eigentlich das, was ich dann so richtig geil an Thrillern finde. Wenn man irgendwie, wenn es nicht nur ein plumpes Töten ist, sondern, also ja, kann man das jetzt so stehen lassen. Ja, der Sprecher, auch wenn ich ihn vorher nicht kannte, mich hat die Hörprobe nicht getrügt. Charles Rettinghaus hat es wahnsinnig gut gesprochen, das muss ich wirklich sagen. Er hat jeder Perspektive wirklich Tiefe gegeben. Er hat so etwas Besonderes in die Erzählweise hineingelegt, je nachdem, welche Perspektive er erzählt hat. Er hat Spannung unfassbar gut auch einfach mal stehen gelassen. Er hat richtige Pausen gemacht, die einen auch mal haben durchatmen lassen. Ich fand es wirklich großartig erzählt. Dafür, dass ich ja von diesem Sprechergefühl bewusst noch nichts gehört habe, egal ob auf den Ohren oder über andere Hörbücher irgendwo mal über den Sprecher gestolpert wäre. Zudem sagt mir auch der Name nicht, dass das irgendwie ein Synchronsprecher oder irgendwas wäre. Ich fand ihn wirklich unfassbar gelungen. Er hat diese Geschichte wirklich, hat ihr diesen Hauch Spannung gegeben. Er hat es an den richtigen Stellen wieder ein bisschen flacher gemacht, um dass man einfach so merkte, okay, jetzt hat man mal so ein Kapitel, das ein bisschen ruhiger ist und ja, das Buch bringt einen definitiv zum Nachdenken. Es gibt sehr viele gesellschaftskritische Fragen, die sich darin stellen. Wann ist Liebe Liebe? Was bedeutet das für jemanden? Wie geht man damit um, wenn man vorhergesagt bekommt, dass dieser Partner perfekt ist? Hat man dann noch Zweifel? Wie sieht es aber aus, wenn dann doch der Mensch, der einem da gegenübersteht, zwar schon irgendwie vielleicht tatsächlich diese DNA Anziehung hat, aber mit dem eben irgendetwas anderes nicht stimmt. Was passiert, wenn man da einen Alkoholkranken hat, einen Schläger hat, einen Serienmörder hat? Wie geht man mit diesen Dingen um, wenn man eigentlich weiß, dass dieser Mensch einem nicht gut tut, aber der Match der DNA eben sagt, das ist dein perfekter Partner. Und dann hat man natürlich auch noch die Frau dahinter, die damit ihr Geschäft macht, die im Grunde, ja, das erfunden hat und diese Herangehensweise auch nicht ganz so war, wie man sich das vielleicht vorstellt und da diese Hintergrundgeschichten dann auch erfährt. Es war in jeder
Minute des Hörens war es spannungsgeladen. Es war, fand ich, wirklich sehr innovativ. Und die Idee, dass wir gelockt werden mit, ja, hier passiert irgendwas mit der DNA und man vermutet irgendwie, ja, so ein bisschen Science Fiction, was steckt dahinter? Welche Konflikte ergeben sich, wenn sich die Menschen vielleicht nicht kennen, bevor sie ihnen gesagt wird, sie sind der Match? Das einfach mal auf andere Art und Weise. Und dann kommt aber tatsächlich dieser Thriller dabei durch. Ich war wirklich geflasht, ich war wirklich begeistert und ich bin immer noch begeistert. Und mich hat dieses Hörbuch auch nachts nicht so richtig losgelassen. Ich habe auch nachts sehr viel darüber, ich sage jetzt mal, geträumt. Also mein Unterbewusstsein hat da sehr viel verarbeiten müssen, weil es an mancher Stelle wirklich sehr tief in mich gegraben hat. Und auch gerade dieses etwas kritische Fragen, was dieses Buch aufwirft, das, die ich auch gar nicht erwartet habe, dass die aufkommen, ja, das hat mich wirklich begeistert und es begeistert mich noch immer. Es gibt in der Mitte so ein, zwei Längen. Ich glaube, über die muss man einfach durch. Ich meine, das Buch ist auch relativ lang. Ich weiß gar nicht, 450 Seiten oder sowas. Von daher, aber es ist tatsächlich dann Jammern auf hohem Niveau, denn ich fand im Nachgang, wenn man mal so eine halbe Stunde in so einer Länge drin ist, dass man die einfach auch gebraucht hat. Also haltet da auf jeden Fall durch. Es gibt jetzt keinen Grund, um da irgendwas abzubrechen. Für mich wirklich ein Highlight-Buch und ja, auch definitiv der Hörgenuss des Monats Dezember. Er ist nicht sehr weihnachtlich, er ist auch nicht winterlich, aber es ist wirklich eine großartige Geschichte, die ich im Dezember hören durfte, konnte, gehört habe und die ich jetzt auch hier einfach vorstellen wollte und die auch einfach perfekt in den Hörgenuss passt. Natürlich nicht nur als Hörgenuss zu betrachten, sondern auch als Buchempfehlung, aber ja, das wisst ihr ja mittlerweile, dass es die Hörbücher in der Regel dann eben auch zu lesen gibt und dass das natürlich nicht nur für alle Hörbuchhörer gedacht ist, sondern natürlich auch für alle Buchleser. Und das war jetzt auch schon mein Hörgenuss des Monats Dezember, das letzte Hörgenuss-Video des Jahres sozusagen. Ihr findet alle Mädels unten in der Infobox. Schaut bei allen gerne mal vorbei. Auch ich selbst bin sehr gespannt, was jetzt vorgestellt wird, welche Bücher, Podcasts, Hörspiele die Mädels dieses Mal bereithalten. Ich freue mich sehr auf die Videos. Auch ich habe ein bisschen Urlaub in den nächsten Tagen und natürlich auch heute den Feiertag, um die Videos zu genießen und freue mich da sehr drauf. Schaut da gerne vorbei und kommt gerne mit uns dann auch in den Kommentaren, in den Austausch, welches Hörbuch vielleicht euer Hörgenuss des Monats war, welcher Podcast euch gerade begeistert. Lasst uns das immer gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns da in den Austausch kommen, in den Dialog kommen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Hörgenuss des Monats und habt heute auch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Lasst es euch da auf jeden Fall gut gehen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.